Folge 200. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Season. Oh mein Gott, Felix. Ach, herrlich, Alter. Springt halt erstmal voll in die Lava. Oh mein Gott. Oh, ich bin ja gleich tot. Ich hab gedacht, das ist fast wie Wasser. Leute, der ist eine Hexe. Hey, du kleine Hure, willst du schlagen? Entschuldigung, ich dachte, du hättest... Ja, ich dachte, ich wäre die Hexe, ne? Ja, du bist... Nein, ich dachte, du hättest mich mit irgendwas abgeworfen. Leute, ich bin wirklich... Das ist richtig. Ja, das war Folge 200, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, man wird's diesmal nicht. Das hatten wir schon mal. Ja, jetzt wieder aus meiner Sicht und... Guck mal, was ich kann. Ich kann zoomen, ich habe wieder Optifine. Ja, ich hab mal diesen Aufwand betrieben und mir einen Optifine Jar runtergeladen und einen Doppelklick drauf gemacht. Yeah! Das war übrigens gleichzeitig ein Tutorial. Eigentlich könnten wir 200.000 Klicks dafür kriegen. Ne, Marc? Was? Ja, yeah, friss meine Möhre. Irgendwie fehlen mir noch die Sachen, die ihr von mir wahrscheinlich eingesammelt habt. Ja, hier, gefragt Arga. Ich glaube, du hast auch noch Sachen von mir, wir können wir gleich austauschen. Ich hab gar nichts von dir. Ich schaue gerade, was ich noch habe. So, ich wollte es. Was wollte ich überhaupt? Ja, übrigens, das habe ich mir letztes Mal gebastelt, ja. Die Dinger da, wo wir gerade die ganze Zeit drauf rumgehüpft sind. Und hier so und so und Zeugs halt, ne. Ja, so. Felix, komm her. Zwei Stunden habe ich dran gearbeitet. Bleib stehen, nicht bewegen. Vielleicht fünf Minuten. Halt die Schnauze. Das hatte ich nicht. So. Das hatte ich nicht. Au! Nein, Felix, auf ihn zu schlagen. Aber ey, weiter, mach weiter. Ich in den Einstellungen bin, du Affe. Sagst du. Ich wollte Bäume pflanzen. Genau. Das dürfte noch Bäume pflanzen. Ja, ich muss ja für die Palmen brauche ich ja Blätter und Dinger und weißt schon. So, das dürfte alles von dir. Nee, warte mal, hier ist noch ein Buch. Bäumchen pflanzen. Das machen wir am besten, indem man ein Bäumchen fällt. Hey. Das war Bäumchen pflanzen so macht man am besten, wenn man ein Bäumchen fällt. Ja, das ist die Logik von Minecraft, anders geht's halt nicht. Ja. Aber Felix, wieso bist du jetzt... Aber wir könnten ja auch so ein Wäldchen vor dem Dings pflanzen. Weil ich gedacht habe, Lava... Ich will sowieso noch den Bereich zwischen mir und Felix ziemlich bewalden. So gut so. Ja, ich sehe schon ein paar Bäumchen. Und einen Weg bauen. Hallo. Und einen Weg bauen. Ey, ich hab Bogen... Ich hab Knochen. Ja, aber erstmal will ich jetzt mich um den späteren Eingang zu unserer Unterwasserstadt und mein eigentliches Haus kümmern. Ja, und ich habe ja schon wenig viel Glas. Wolltest du nicht eigentlich auch mal deinen Turm irgendwie bauen, also weiter ausbauen? Ich habe bei meinem Turm eine Kleinigkeit gemacht. Also wie jetzt? Da war ich noch gar nicht. Warte mal. Muss ich jetzt mal gucken. Gibt jetzt einen Gang auf die andere Bergseite. Tja, ich glaube, sich auch wieder zu haben. Stimmt, und selbst du musst dann auch noch mal mit zu mir kommen. Bei mir hat sich da noch ein paar Sachen geändert. Ah, okay. Wow, da ist ja noch einer. So, da gehe ich jetzt mal schnell. Baby Zombie. Da zu Marc hin. Da bin ich ja nämlich gleich. Ich weiß gar nicht, nichts was ich zum gebaut habe. Es ist nur ein Gang. Also. Eine Gang. Ein Gang. Ein Gang. Nicht eine Gang. Eine Gang. Eine Gang. Eine Gang. Gang. Ein Gang. 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 Genau. So, wow, der Eingang vom Turm ist auch so imposant. So. Treppe hoch. Ich gehe die Treppe rauf und ich gehe die Treppe runter. Und jetzt gehe ich die Seitentreppe drauf. Ich gehe die Seitentreppe drauf. Aber ja, der Gang ist echt endlich fertigstellen. Ja, da ist ja gar nicht. Ach doch, da ist ein Schalter. Oh, gleich mal drücken. Nee. Okay, jetzt bin ich doch. Hier. Und nu? Ey, gibt's ja nicht mal nach unten. Ach, Marc, das ist ja nicht viel gemacht. Das hat schon so seinen Grund, warum das nicht ist. Oh, das hat er auch gesagt, dass er nicht viel gemacht hat. Au. Na nee, gut, noch nicht auf. Au! Das ist einfach so, du musst überlegen. Ich mach den einfach auf und schieß von da auf Aga. Ach so, dafür ist Denk mal. Alter! Scheiß Zombies! So, jetzt bin ich bei Agas komischer Hütte hier. Ja, warte, Aga, kommt schon und führt dich. Gib mein Holz wieder, du. Aga führt dich mal wieder. Na toll. Ja? Hey, so, man sieht ja mein Haus von hier. Oh, ich liebe Optifine. Oh, man sieht's nicht mehr, ist gerade verschwunden. Oh. Ich hasse Optifine. Ja. Wäre nichts Neues. Ne. Ja. Nee, irgendwie. Aga, da ist ein Seil. Achso, das liegt ja einfach nur. Ja, das soll. Sieht voll aus wie so eine Schlange. Es soll so von wegen Spinnweben und so sein. Das ist toll. Ja, das sind super Spinnweben, muss ich schon sagen. Sie schweben. Ja. Kann man die Spinnweben nicht neu nennen? Das sind Spinnenschweben. Spinnenschweben? Komm mit, Sepp. Ja, ich bin ja da. Ja. Ah ja, okay, das kenne ich aber schon. Ja, aber hier unten habe ich weitergemacht. Toll. Ja. Oh. Toll, danke. Oh, eine Kiste. Extra da ist noch drin, danke. Schnapp dir euch die Knochen. Nein, ich habe dir natürlich nicht einfach so genommen. Nein. Ich habe es erst genommen, nachdem du gesagt hast, schnapp dir die Knochen. Okay, das kenne ich auch noch. Nur die Ranken sind neu. Das kenne ich auch noch.
Ist ja gar nicht gemacht hier, faules Stück. Alles wie früher. Ah, doch, das kenne ich noch nicht. Sieht auf der anderen Seite genau, wollte ich sagen, ja. Nein. Ah, das ist echt wie in Skyrim. Ja. Verlaufe ich da auch jedes Mal. Mann, das wollte ich heute aufnehmen, aber das habe ich nicht geschafft. Hey, ich habe eine Goldhose bekommen vom Zombie. Okay, das ist neu. Das ist neu. Nix. Achso, hier geht's noch nach oben. Ja, wie in Skyrim. Ja. Aber hier geht's noch nach oben dann noch weiter. Oh, ich habe einen Eingang gefunden. Oh, ich habe sein Bett gefunden. Lass mein Bett in Ruhe. Nein, ich habe nichts gemacht. Wer weiß, was ihr da machen wollt. Ich hab's kaputt gemacht. Hasse dich. Gleich mal irgendwo Ager töten. Fick dich! Ja, geh lieber ins Wasser, Freundchen. Wo geht's jetzt hier weiter? Warte, stell nur schnell mein Bett wieder auf. Ach hier, da bin ich ja schon richtig. Eine Brücke. Oh, eine Kiste. Ah, oh, nichts drin. Oh nein, ich habe ein Schwert weggeworfen. Na, komm wieder zurück. Aha. Ich warte nur noch, dass hier irgendwas Böses passiert. Nee, bisher ist doch noch nichts entfallen. Da sollen noch Fallen kommen, aber... Achso, der Gang soll im Prinzip so richtig sein, ja? Oder machst du den Gang noch? Ja, das geht noch weiter, aber ja. So, hier hört's ja auf. Was ist das für eine Böse? Ja, da bin ich jetzt auch am Weitermachen. Achso. Das sieht alles scheiße aus, Arge, weißt du das? Klasse dich. Ist ja nichts Neues bei Arge. Ja, nee, schon cool. Machen wir weiter. Ja. Kannst du irgendwie noch ein paar Dragonen hier runter setzen, bisschen Spaß macht, wenn man rennen geht? Ein paar was? Na hier, diese Viecher. Hä, wo bin ich? Ach, ja, so. Hätte ich gesehen. Wie ein Skyrim. Das ist alles genau so, nur ohne Gegner. Ja. Ja, das ist halt das Problem. Wenn ich so auslöschen würde, dass das spawnt, spawnen halt auch die Creeper. Sich ausleuchten. Ja. Ach, aber naja, gut, Creeper und Monster. Mit Redstone fackeln, dass man zwar noch was sieht, aber dass trotzdem Viecher kommen können. Kann ja mal gucken, was deine Monsterfalle so inzwischen ausflug. Siehst du, die wolltest du auch mal weiter bauen. Gar nichts. Ja. Warte, meine Knochen, ich brauche die. Danke. Ich habe auch noch vier Knochen für dich. Na, hör mit! Wenn du stehen bleiben würdest. Ja, hol sie dir. Da ist ein Creeper in deinem Haus. Warte, ich mach ihn tot. Da ist sogar einiges in deinem Haus. Ja, das muss ich auch noch machen. Besser als deine Monsterfalle. Du musst wissen, Aga kehrt halt hinter seinem Haus nie den Dreck weg. Ja, natürlich, nicht. Warum auch? Der Dreck, der lebt und so. Du willst nicht meine Küche sehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich glaube, die ist so ziemlich auf einer Stufe mit meiner Küche. Hundertprozentig nicht. Diese Küche. Selbst seine Küche geht nichts. Ja. Obwohl, es ist ja nicht mal meine Küche. Ich bin ja eh nie. Es sind die anderen, die das übel verschmutzen. Ja, du willst auch nicht sehen, wie ich alleine wohnen würde, das blitzeblank sein. Die Küche regelmäßig hinterlassen. Also schlimmer als bei uns kann es nicht sein, glaub mir. Wenn du jetzt nicht aufräumst, bis ich da bin, dann werde ich sie gucken. Also werde ich sehen. Räum nicht auf, dann zieht er. Beim Tap. Entschuldigung, ich habe einen Stein geschlagen und habe dann auch so sehen dich gerade. Wenn wir in den nächsten zwei Wochen nicht die Küche aufräumen würden, dann würden dir, wenn du diese Wohnung betrittst, sonst was für Sachen entgegengelaufen kommen. Oh Gott, nein! Da kam gerade ein Creeper runter. Was nochmal? Ich hab dir jetzt nicht zugehört. Dir würden sonst was für Sachen entgegengelaufen kommen, wenn ich hier nicht Feuer aufräumen würde. Da drauf steht, Sepp. Ja, genau. Lass das so. Komm her, du Popel. Ich wundere mich jetzt schon, dass nicht irgendwas in der Küche schon mal Beine bekommen hat. Komm, du so Popel. Komm her. Komm. Wenn nicht Daria oder ich mal gerade in der Laune sind, mal wieder das zu machen, dann ist es schon schlimm, ja. Ja, so geht's uns ja auch hier. Ist ja im Prinzip das Gleiche. Oh, jetzt habe ich sein blödes Schwert aufgesammelt. Wenn Sepp keinen Bock hat, dann geht da gar nichts. Ja, wir haben alle irgendwie keinen Bock drauf, aber es muss halt mal wieder gemacht werden. Ich habe schon überlegt, so einen Haushaltsplan aufzustellen, aber das hält sich eh kein Schwein dran. Und ich auch nicht. Ja. Das Schlimme ist, du musst dich dran halten. Die Sache, wir haben uns dran gehalten, der Rest nicht. Und dann haben wir halt auch keinen Bock mehr, uns danach weiter dran zu hören. Ist so richtig. Oh, Arga, wird fertig. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Noch schneller. Ja, ich sehe das Häuschen schon. Deine Kohle. Muss man mehr Fallen, Dinger. Oh, und es ist so wenig. Kommt hier nicht an? Ja. Kommt noch. Ah, da war doch eben was. Ja, ein Creeper und ein Zombie. Wow. Siehst du? So, ja, ganz durch. Cool. Au! Au. Ach, Schatz. Oh mein Gott, der Bett wollte ich dann machen. Ich wollte Bäumchen pflanzen, siehst du. Also, das hat mich die ganze Zeit schon wieder abgelenkt hier. Siehst du, es liegt nie an mir, dass ich immer ankomme. Es sind immer die anderen. Ja, aber echt. Ihr seid an allem schuld. Oh, mein Bäumchen ist so schön und hübsch von außen. Ach ja. Ja. Gut, dass ich da nie weiterbauen werde.
so ruhig. Sag doch sowas nicht. Naja, weil ich bin da fertig eigentlich. Ich will jetzt eigentlich am Strand bauen. Also beziehungsweise den Strand fertig machen und dann eigentlich schon mit der Unterwasserstadt beginnen. Hm. Deswegen fange ich ja jetzt auch gerade an mit den Materialien, um den Eingang im Prinzip dazu zu bauen. Ja, ich bin ja auch schon dabei, fleißig hier Glas zu brennen und. Ja, ich habe ja auch 9 Stacks Glas schon. Ja, müssen wir noch färben halten. Ne? 9 Stacks. Ja, ich weiß, du hast wahrscheinlich mehr. Nee, lächerlich für das, was wir vorhaben. Ach so, ja, aber das ist schon mal etwas. Das ja, das ist schon mal ein Anfang. Man kann drauf bauen. Also so 9 Doppelkisten wahrscheinlich. Hm. Dann sind wir, glaube ich, so langsam mal. Ja, wir müssen jetzt erstmal eine Umrandung schaffen, also wie so eine Art Kuppel. Das heißt, irgendwie erstmal das Wasser weg. Wir sollten sowieso mal abseits von der Aufnahme drüber unterhalten, wie es eigentlich im Endeffekt aussehen sollte. Rund. Weil bei einer Unterwasserstadt musst du wirklich mit Plan vorgehen. Ja. Achso, du willst ja wirklich so einzelne Häuser oder wie hinsetzen. Und dann mit Tunneln verbinden. Einzelne Kuppeln, die mit Gängen verbunden sind. Also so ein bisschen Richtung Rapture, habe ich mir vielleicht auch sogar gedacht. Achso, okay, Rapture habe ich noch nie gesehen. Aber gut, vielleicht sehe ich es ja bald, wenn du mit deinem Bioshock nicht vorankommst. Muss ich es halt machen, ne? Ach, ja, muss ich die Drecksarbeit übernehmen. Nee, schon. Wow! Nix passiert. Ja, nee, muss ich direkt dabei übernehmen. Nee, bitte nicht. Ja, und dann mach ich's halt. Aber jetzt ist erstmal Dark Souls, dann habe ich erstmal eine Weile zu tun. Ganz unfreiwillig. Also, damit hast du, glaube ich, noch eine ganze Weile zu tun. Ich bin wahrscheinlich von der Story her noch nicht mal 1% fortgeschritten. Und ich habe schon 9 Parts rausgehauen. Wahrscheinlich peinlich. Nee, also es kommen ja noch 2, die ich noch übrig habe. Sehr schön, mein Feld ist fertig. Sehr schön. Bist du denn überhaupt schon bei den Gargoyles inzwischen mal angekommen? Nee, ich habe jetzt vor, weil ich in der Aufnahme in der letzten überhaupt nicht vorangekommen bin, weil mir die Waffen anscheinend fehlen und alles andere, die Skills und was weiß ich. Also die Gegner, die ich jetzt momentan habe, da komme ich keinen Schritt weiter. Hab ich jetzt gesehen bisher. Ja, der ist so ein großes, dickes, fettes, gepanzertes Schwein, an den komme ich echt nicht vorbei. Da habe ich alles gegeben. Den musst du eigentlich mit Brandbomben plätten. Ja, ich habe keine Brandbomben. Dann kauf dir welche. Ja, wo denn? Ich habe ja keinen Händler. Es gibt, ich weiß nicht mehr genau, wie du hinkommst, aber es gibt in der Stadt da unten gibt's einen Händler. Ich bin, ja toll, wahrscheinlich hinter dem Schwein. Nein. Ja, aber da, wo ich bin, gibt's keinen Händler. Den habe ich schon gesucht, beziehungsweise bin da rumgelaufen. Ja, und dann sind ja noch diese komischen großen Ritter, die mich mit einem Schlag plätten. Mit Parieren habe ich's versucht, aber die konnten irgendwie meinen Schlag irgendwie abwehren oder so. Du solltest sowieso mehr mit deinem Schild arbeiten. Ja, ich bin ja dabei. Mhm. Aber, jetzt bin ich halt überlegen, um den Weg halt zurückzugehen, weil es gab ja damals, als ich losgegangen... Das wird nicht besser, Sepp. Das wird ja, aber es gab ja 3 Abzweigungen. Vielleicht habe ich in einer anderen mehr Glück. Weil ich bin ja einfach so irgendwo hingestiefelt. Und die anderen habe ich probiert. Du bist nach dem Taurus, das ist schon so die richtige Gegend, wo du dich hinbewegen solltest. Fuck this shit. Es ist nicht ohne Grund das Spiel. Ja, aber man kommt halt echt, also mit meinen Waffen und Rüstung komme ich keinen Schritt weiter, Alter. Ich werde dauerhaft geplättet. Weil du aber auch jeden Gegner erstmal nochmal plätten musst. Nicht nur das, also ich habe ja keine besseren Waffen. Ich krieg auch keinen. Nein, du solltest einfach, anstatt jedes Mal wieder auf die ganzen Gegner zu gehen, die du vorher gekillt hast, wie zum Beispiel, wenn du immer zum Schwarzen Ritter hinläufst. Anstatt die ganzen Deppen nochmal zu töten, lass die links liegen. Ja, mach ich doch. Ich bin in der letzten Aufnahme wirklich nur zum Schwein gerannt, aber selbst da bin ich ja noch gestorben. Ja, die Aufnahme kenne ich noch nicht. Die hast du noch nicht hochgeladen.